Hallo und herzlich willkommen zu Gunrape, dem Battlefield 3 Weapon Guide. Wir sind die Nipple Inspectors, wie immer dabei, Terrific Tourette und Terrible Tantrum. Heute haben wir die Skyl für euch getestet. Die Skyl hat große Vor- und Nachteile, dennoch ist sie für Anfänger empfehlenswert, um ein Gefühl für das Waffenhandling von Battlefield 3 zu erhalten. Die Vorteile der Waffe beziehen sich auf den geringen Rückstoß, den sie aufgrund der geringen Feuerrate besitzt. Dies ist auch ihr größter Nachteil und deshalb ist sie im Nahkampf oft gegenüber anderer Waffen unterlegen. Dennoch bietet sie im Ausgleich dazu im Fernkampf eine, für Anfänger von großem Vorteil, leichte Handhabung. Kommen wir nun zu den Daten der Waffe. Die Skyl besitzt eine Magazingröße von 30 Kugeln. Wie jede andere Waffe besitzt sie eine im Lauf. Die Geschwindigkeit der Kugeln beträgt 580 Meter pro Sekunde. Sie verschießt 620 Kugeln pro Minute. Die maximale Distanz der Waffe beträgt 870 Meter. Ein Körpertreffer der Skyl verursacht 25 Schaden. Ab 60 Meter verursacht die Skyl nur noch 18 Schaden. Die von uns bevorzugten Aufsätze sind das Red Dot, das einigermaßen viel Sichtfeld bietet und trotzdem noch gut zu handhaben ist. Aber uns gefällt auch das holographische Visier, da es noch eine leichte Vergrößerung bietet. Zusätzlich bevorzugen wir den Griff und den Mündungsfeuerdämpfer, da sie uns alle zusammen ein sehr gutes Handling der Waffe ermöglichen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Skyl auf mittlere bis weite Distanz gewisse Vorteile bietet, jedoch im Nahkampf schnell den kürzeren zieht. In unserer Gesamtbewertung geben wir der Skyl 2 von 5 möglichen Sternen, da sie auf dem Schlachtfeld mehr Nach- als Vorteile hat. Wenn euch dieses Video gefallen hat, helft unserem Kanal, indem ihr den grünen Daumen drückt. Wenn ihr wollt, könnt ihr links unser letztes Video anschauen. Im nächsten Gunrap werden wir für euch die PP2000 testen. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video.